eigentlich, was meint das ganz genau, wollen dann gucken, wo finden wir diese Lernmittel, was haben wir dazu schon gemacht in der Partei. Ich freue mich, dass hier Kölner sind. Ich glaube, da geht das ja ziemlich flott voran im Rat der Stadt Köln, auch was die digitale Entwicklung an Schulen betrifft. Und wir wollen nachher zusammen diskutieren, welche Voraussetzungen brauchen Schulen eigentlich, um überhaupt OER sinnvoll nutzen zu können. Wie muss die Ausstattung an Schulen sein und wie ist eigentlich die Realität? Weil ich glaube, im Moment gibt es nur ganz wenige Schulen, an denen man OER tatsächlich flächendeckend nutzen kann. Zu meiner Person, die meisten kennen mich, ich bin Monika Pieper, ich bin die bildungspolitische Sprecherin der Piratenfraktion im Landtag. Wir haben halt zum digitalen Lernen auch schon mehrere Anträge gestellt, die sind nicht auf so richtig große Begeisterung gestoßen, Überraschung. Die Landesregierung ziert sich da noch ein bisschen, hat aber inzwischen wohl eingesehen, dass da Handlungsbedarf besteht, aber wie immer wissen sie das natürlich alles viel besser als wir, was da zu tun ist. Und wir warten gespannt auf die Initiative von Frau Löhrmann, wenn sie denn dann irgendwann mal kommt. Ich würde jetzt erst dem Matthias gerne das Wort übergeben, weil der so ein bisschen Hintergrundwissen hat, was er uns vermitteln kann. Und dann würde ich das gerne aber so machen, dass wir nachher wirklich miteinander in die Diskussion kommen und das hier nicht zu so einer Vortragsrunde ausartet. Mich würde halt auch interessieren, wie sieht es bei euch in den Kommunen aus? Passiert da irgendwas? Ist das überhaupt Thema? Und wo liegen die Schwierigkeiten, um überhaupt OER oder anderes Lernen in den Schulen durchzusetzen oder umzusetzen? Okay? b/KVT15-OER. Da sind die Sachen verlinkt, die ich jetzt gleich hier vorne erwähne, damit ihr die Sachen auch entsprechend finden könnt. Die sind natürlich auch alle im Netz aufzufinden. Zur weiteren Vernetzung habe ich es auch für ganz sinnvoll gehalten, dass wir uns vielleicht als Teilnehmer hier zusammen eintragen, damit, wenn Fragen entstehen, auch auf kommunaler Ebene, dass ihr euch untereinander auch dann direkt findet, irgendwie über das Pad. Deshalb freue ich mich natürlich drüber, wenn ihr euch da unter dem Punkt Teilnehmer vielleicht noch eintragen könnt oder auch später. Ja, das erstmal hierzu. Wenn Fragen sind, schreibt sie am besten direkt ins Pad, warum auch immer, genau. Schreibt sie unten. Ich glaube, der Robert will das vergrößern. Nein, ich will es scharf kriegen, weil das ist. Nein, das ist das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Größer und scharf. So. Das wäre das Geniale, ja. Also groß. Okay, der Babak arbeitet an der Darstellung. Auf jeden Fall, das Pad findet ihr auf jeden Fall. Und dann, ich werde es im Nachgang auch noch verlinken, entsprechend, sodass es auch jeder wiederfindet. Falls Fragen auftauchen sollten, schreibt sie am besten direkt ins Pad, damit sie nicht verloren gehen und wir sie hier auf jeden Fall noch beantworten können. Könntest du die Auflösung bei dir ändern, weil der geht ja direkt drauf? Ich würde sagen, das ist effektiver. Auflösung kann ich nicht hier in dem Pad zoomen. Doch, Steuerung plus plus oder die Unmessige Auflösung deines Monitors. Steuerung plus plus, habt ihr gesagt? So? Noch ein, natürlich. So. Ja? Ist das gut so? Ja. Weil jetzt ist die Unschärfe nicht mehr ganz so relevant. Ja. Also wie gesagt, OER ist natürlich schon etwas, ein Thema, was schon etwas länger im Raum steht. Es hat ein wenig an Fahrt aufgenommen, als die EU-Kommission sich damit befasst hat und dazu eine Mitteilung herausgegeben hat. Der Titel lautete damals: Die Bildung öffnen, innovatives Lehren und Lernen für alle mit Hilfe neuer Technologien, frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien. Ihr seht schon an dem Titel, dass das der ganze Komplex etwas mehr umfasst, als wir heute besprechen können. Deshalb habe ich die Texte auch einfach mal verlinkt für die, die das vertiefen wollen. Die können sich das dann nochmal im Detail anschauen. Wir haben natürlich auch hier, die Monika hat im Schulausschuss und im Plenum dazu natürlich auch schon Anträge gestellt, die ich hier auch nochmal verlinkt habe. Die beruhen natürlich auf diesem, auf dieser Mitteilung der EU-Kommission und sollen hier im Land Nordrhein-Westfalen, weil natürlich Bildung Ländersache ist, hier das Ganze ein wenig vorantreiben. Zu einem dieser Anträge gab es auch eine relativ große Anhörung, wo man also, wenn man über die Parlamentsdatenbank recherchiert, sieht, dass da etliche Stellungnahmen von den relevanten Playern auf dem Gebiet eingegangen sind.
die sich fast durch die Bank positiv geäußert haben zu dem Thema. Und was das Thema eigentlich ist, damit man nochmal von der Definition, was Open Educational Resources sind, sich dann noch einmal ein Bild machen kann, vor allem was das hier in Deutschland ist, hat der Jöran Moos-Mehrholz ein White Paper geschrieben, White Paper OER. Das findet man auf dem Blog openeducationalresources.de, dort hinterlegt. Das ist aus dem Jahr 2014, relativ aktuell, wo er nochmal beschreibt, was ist das, was spielt das für eine Rolle in der Schule, das ist jetzt für heute für uns interessant, was bedeutet das Thema für den Bereich Hochschule, aber auch Weiterbildung im weiteren Sinne. Danach hat sich die KMK damit befasst, nachdem sie etwas unter Zugzwang geraten ist durch die Mitteilung der EU-Kommission, die sehr weitreichend bereits definiert hat, wo Gelder zur Verfügung gestellt werden sollen, was damit gemacht werden soll und was das Ziel ist. Und ihre Beratungen haben den Abschluss gefunden in diesem Bericht der KMK zu OER. Der Link befindet sich ebenfalls hier im Pad. Und der ist leider nicht ganz so progressiv wie die Mitteilung der EU-Kommission. Ja, man hätte sich das eventuell denken können. Da, wo jetzt sozusagen der Gedanke auf die Umsetzung trifft, gibt es natürlich Widerstand, gerade aus den Bereichen, die damit bisher ihr Geld verdient haben. Der Lobbyismus hat da gewirkt, so dass die KMK diesen Bericht herausgegeben hat und den Themenschwerpunkt darauf gesetzt hat, dass es ordnungspolitisch Schwierigkeiten gibt, weil historisch gewachsen Bildungsmaterialien hier im Bereich Schule von Schulbuchverlagen erstellt werden, die lizenziert sind und das ein Geschäftsmodell ist. Um den Widerstand aufzubrechen, gab es dann im letzten Haushaltsberatungsverfahren auf Bundesebene einen Beschluss dazu, dass 2 Millionen Euro Förderung bereitgestellt werden für freie Lernmaterialien und Lehrmaterialien. Daraus geworden ist leider in Anführungszeichen bisher nur die Vergabe von 2 Studien. Die kann ich jetzt hier noch nicht verlinken, weil es die Studie noch nicht gibt, weil es sehr aktuell ist. Ich habe aber allerdings die Pressemitteilung dazu mal hier verlinkt, damit man sehen kann, wer da als Akteur in die Bresche springt. Das ist einmal Wikimedia und einmal DIPF. Wie gesagt, mehr als diese Ankündigung gibt es dazu bisher noch nicht. Aber da seht ihr, in welche Richtung das geht. Während Wikimedia einfach mal versucht, das KMK-Papier nochmal nachzuvollziehen, wird bei DIPF der Schwerpunkt etwas anders gelegt, nämlich welche Infrastruktur ist vonnöten, um Open Education Resources in den Schulen einzusetzen. Und abschließend, damit für euch erstmal ganz wichtig, die Frage beantwortet werden kann, was gibt es denn aktuell an OER? Hat iRights quasi zur Vorbereitung dieses Treffens, nein Spaß, wahrscheinlich unabhängig von diesem Treffen hier vor kurzem eine Liste aufgestellt mit 15 Anlaufstellen, die freie Bildungsressourcen aktuell zur Verfügung stellen. Den Link habe ich hier oben eingefügt. Ich denke mal erstmal für alle das Wichtigste. Und zum Einstieg in das Thema kann man also mit dem, was man hier an Materialien findet, sehr gut arbeiten, weil es verdeutlicht eben, den Stand der Debatte mit den Anträgen aus dem Landtag ist die Piratenfraktion bisher mehr oder weniger der einzige, der sich so intensiv hier mit dem Thema auseinandersetzt. Die Landesregierung ist da etwas zurückhaltender, aber man sieht, es muss sich etwas tun. Die anderen bewegen sich. Nordrhein-Westfalen als größtes Bundesland ist da etwas vorsichtiger. Hier sitzen natürlich auch große Schulbuchverlage. Das ist ein klares auch Interesse der Landesregierung, dort vernünftige Geschäftsmodelle zu etablieren, wobei das Thema bei der Landesregierung eben auf Ordnungspolitik, auf Geschäftsmodellen liegt. Und ich glaube, wir hier Piraten in diesem Umfeld mehr darüber reden, wie wir Bildung frei zugänglich machen können. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Man kann sie losgelöst betrachten von der IT-Infrastruktur, man kann sie auch verbinden. Das liegt natürlich auch ein wenig daran, wie die Debatte in den Kommunen verläuft. In Köln ist ja als Beispiel aktuell die Debatte um die iPad-Klassen. Also wir haben ja ein Strategiepapier vorgelegt, was ja auch viel kritisiert wurde, wenn ich das, glaube ich, in den Medien richtig mitverfolgt habe. Andere machen sich gerade auf den Weg, aber es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Und ich glaube, es geht ja jetzt hier darum, dass wir eine gemeinsame Vorstellung darüber entwickeln, wie man sinnvoll
Open Resources oder Open Education Resources einsetzen kann, wie man sie fördern kann, wie man sie erstellen kann und wie sie didaktisch dann auch letztendlich nützen. So dass wir ein Konzept auf die Beine stellen, das sich auch übertragen lässt, auch auf andere Kommunen. Und ja, das ist erstmal der Einstieg. Gibt es bis hierhin Fragen? Dann hätte ich nämlich eine Frage in die Runde. War das schon Thema bei euch in der Kommune? Und wenn ja, in welcher Form oder Art oder Weise? War noch nicht. Ja, vielleicht mal dazu, warum ist das überhaupt kommunal interessant? Also was hat eigentlich die Kommune damit zu tun? Wir haben Gespräche geführt mit den Vertretern vom Städtebund, vom, wie heißt die anderen? Städtetag. Und die sind schon sehr interessiert an OER und hoffen darauf, dass die Landesregierung was tut, weil die Kommunen sich dadurch erhoffen, sehr, sehr viel Geld für Schulbücher sparen zu können. Ja, wenn man überlegt, diese OER-Materialien sind kostenlos, im Moment werden Millionen von Geldern halt auch kommunal für Schulbücher ausgegeben und man erhofft sich von der Landesregierung jetzt eine Strategie, die diese OER-Materialien sicher in Schule implementiert, also wo halt auch in Lehrplänen drin steht, ne, das soll benutzt werden, das wird benutzt, damit die Städte eine Sicherheit haben, dass wenn sie zum Beispiel weiter in Infrastruktur in die Schulen investieren und sich halt den Schulen die Freigabe für OER geben, dass das dann tatsächlich dazu führt, dass es zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen führt. Die haben also ein großes Eigeninteresse daran, dass da was passiert. Ich würde so ein bisschen davor warnen, das nur auf diese Kostenschiene zu schieben, weil ich glaube einfach, dass OER ganz viel ermöglicht, auch Unterricht zu ändern. Und ich würde davor warnen, das nur zu verargumentieren, indem man sagt, es spart Kosten, weil es hat ja auch einen Wert an sich außerhalb, dass man sagt, das spart einfach Gelder. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Ja. Wieso spart das den Kommunen Kosten? Weil die Kommunen für die Schulbücher, für die Ausstattung der Schulen zahlen. Ja, also das Land zahlt einen Zuschuss, bezahlt halt die Lehrerstellen. Es gibt ja diese Teilung, ne? Der Schulträger bezahlt die Ausstattung der Schulen und das Land kommt halt für das Personal, sprich für das lehrende Personal, die Lehrer auf. Aber zu dieser Zweiteilung habe ich gerade eine Anmerkung. Ja. Soviel ich weiß, ist das Land doch Anstellungskörperschaft der Lehrer. Ja. Das heißt, ein Lehrer, der dienstlich, also nicht in seiner Freizeit, sondern für seinen Unterricht, Unterrichtsmaterialien entwickelt, dann stehen die Nutzungsrechte dem Land zu. Als Dienstherr. Doch. Also wir haben das mal durchgespielt. Es gibt ja wenn ein Arbeitnehmer oder auch ein Beamter im dienstlichen Auftrage urheberrechtsfähige Sachen entwickelt oder schreibt oder schöpft, weil Urheberrecht redet ja auch vom Schöpfer, dann hat in der Regel der Arbeitgeber, wenn nichts anderes vereinbart ist, beziehungsweise der Dienstherr, Nutzungsrechte daran. Das heißt, ein Lehrer kann zwar in seiner Freizeit Unterrichtsmaterialien entwickeln und unter einer beliebigen Lizenz veröffentlichen, die er dienstlich entwickelt sozusagen, da müsste man vielleicht im Landesgesetz dann auch klarstellen, dass er die unter einer freien Lizenz, also beispielsweise CC, veröffentlichen darf. Also ich sag mal gleich was drauf, mir ist kein einziger Fall bekannt, dass es einen dienstlichen Auftrag an Lehrer gab, Unterrichtsmaterial zu entwickeln. Also ne, das kommt, das kommt in, das ja gut, aber ne, vorsichtig mit Arbeitsblättern. Letztendlich ist kein Lehrer wird dienstlich verpflichtet. Das war ja einer unserer Ansätze. Wir hatten ja überlegt, es gab ja die Idee von den Bundesgeldern hier Projekt anzustoßen und zu sagen, wir nehmen uns zwei Referenzkommunen, da hatten wir Köln auch ins Auge gefasst mal, wo man das mal an Schulen ausprobiert und Lehrern eine Stundenermäßigung gibt, um genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, nämlich Unterrichtsmaterial zu entwickeln. Aber das hat ja dann mit den Bundesgeldern nicht geklappt, weil sie in diese Studien eingeflossen sind.
Du sprichst aber ein Problem an, das, was von der Landesregierung aber halt auch ständig wieder vorgebracht wird, dass man sagt, die seien nicht kontrollierbar, diese OER-Mittel. Weil die sich auch ständig verändern, könne man nicht dafür sorgen, dass sie tatsächlich auch eine Zulassung bekommen. Also es geht ständig darum, dass das Schulbuch als solches wird ja zugelassen. Wir müssen also zwischen Lehrmaterialien, Schulbüchern unterscheiden und Lernmaterialien. Da sind die Regeln nicht ganz so streng. Als Lernmaterial kannst du im Grunde benutzen, was du willst. Ob das von der Sparkasse kommt oder von irgendeiner anderen, ne, das wird nicht kontrolliert. Und jetzt macht man gerade bei OER, versucht man halt diese Diskussion aufzumachen. Da wüsste man ja nicht, was in die Schulen geht und was da getan wird, weil das könne ja keiner kontrollieren. Fakt ist, du kannst überhaupt nicht kontrollieren, was im Moment in Schulen benutzt wird. Ne? Es wird alles benutzt, sei es die Bild-Zeitung oder was auch immer man gerade in irgendeinem Laden erstehen konnte, wird in Schulen genutzt. Aber es gibt halt auch Modelle, dass man OER-Materialien tatsächlich zulassen kann. Das ist eigentlich kein Problem, wenn man das nachher dann jährlich überprüft und eine Veränderung halt wieder eine Zulassung neu macht. Insofern ist das ein Scheinargument, was im Moment von der Landesregierung auch genutzt wird, um das Ganze ja, zu hemmen. Man will das einfach nicht. Und Matthias hat es gesagt, da geht es in erster Linie darum, dass die Schulbuchverlage natürlich kein Interesse daran haben, das zu tun. Ne? Ja, umgekehrt, muss man sagen, die Lehrer teilweise auch nicht, weil, wie gesagt, ich habe das schon mal ein bisschen durchgespielt, da gibt es also auch andere Institutionen, die sich mit OER befassen, die Lehrer auch nicht, weil wenn die an den Schulbüchern mitschreiben, kriegen sie dafür extra Geld. Ja, aber ich kann dir sagen, da wirst du nicht reich von. Ich habe das mal gemacht. Ich kriege ja immer noch Gelder. Ja, das rechnet sich tatsächlich in den meisten Fällen nicht. Ich habe ein Arbeitsbuch zur Berufsorientierung geschrieben, vor 4 Jahren, glaube ich. Und ich kriege halt so pro Buch, das wird mit 22 Euro verkauft, da kriege ich 1 Euro. Da kriege ich im Jahr, das steht ja jetzt auch auf der Seite von Abgeordneten, das sind meine Zusatzeinnahmen, da komme ich auf 970 Euro im Jahr. Also es hat sich im Leben nicht gerechnet, sich da, weiß ich nicht, eine Monate lang hinzusetzen und ein Buch zu machen. Also es ist kein Geschäft, was für Lehrer lukrativ ist, das ist ein einzig und allein Geschäft, was für die Schulbuchverlage lukrativ ist. Und daher kommt ja auch dieser erbitterte Widerstand gegen OER. Aber du weißt ja, wie das ist. Man schickt ja immer die Kleinen vor, ne? Den armen Musiker. Ne? Ja, aber das geht die Debatte nicht. Monika, genau. Dir war es das jetzt bekannt, dass sich das nicht rechnet? Oder auch von den anderen Leuten, was ist der Eindruck? Ist das auch anderen? Also ist das so breit bekannt? Oder meinen die noch, ach, wenn ich da was schreibe, das ist schon. Ich glaube, dass das zumindest in Kollegenkreisen allgemein bekannt ist und das macht auch keiner. Also von den Leuten, die ich kenne, die sowas tun, macht das keiner, um Geld zu verdienen, sondern einfach, weil sie sagen, das vorhandene Material ist Mist, da kann ich nicht mit arbeiten, da kann ich nichts mit anfangen. Also setze ich mich hin, mache selber was, biete das einem Verlag an und glaube einfach, dass das besser ist oder dass man damit arbeiten kann. Das ist die Motivation. Also ich kenne keinen Kollegen, der das macht, um da tatsächlich Geld mit zu verdienen. Das ist Idealismus. Aber ich hätte das auch getan unter OER. Also ich glaube, dahinter kann auch ein Modell stecken, dass man sagt, es gibt einen festen Betrag. Also das ist ja auch das, was wir fordern, dass die Landesregierung zum Beispiel einen Fördertopf macht und sagt, wenn sich eine Gruppe von Kollegen zusammensetzt, um zum Beispiel ein OER-Mathebuch zu machen, dann geht es nicht darum, dass die jetzt für jedes verkaufte Buch Geld bekommen, sondern sagt, für das, was ihr da geschaffen habt, für das Produkt zahlen wir euch jetzt einen Betrag X. Und dann kann es jeder benutzen. Ne? Und die Problematik in den Schulen ist ja tatsächlich die, das kenne ich halt auch aus eigener Erfahrung, du traust dich ja gar nicht mehr, bestimmte Dinge zu benutzen, weil du bei diesen ganzen lizenzierten Sachen totale Schiss hast. Du stehst ja permanent mit einem Bein im Gefängnis. Ne? Weil du da hast dann, weiß ich nicht, 12 Lizenzen hat die Schule gekauft, du sitzt aber mit 18 Schülern im Computerraum. Was machst du jetzt? Sagst du jetzt bei 6 Leuten, nee, ihr macht nicht mit, macht natürlich kein Mensch. Ne, und dann kommen wir auch wieder auf diese ganzen, wo du sagst, Arbeitsblätter. Die Hälfte der erstellten Arbeitsblätter sind rechtlich sehr fragwürdig, weil die meistens aus Büchern zusammenkopiert werden, was auch nicht erlaubt ist. Alle diese Probleme würde OER meiner Ansicht nach aufheben und würde dazu führen, dass es auch zu einem anderen Austausch käme, wenn ich halt Dinge verändern darf, wenn ich eine Seite aus dem Schulbuch nehmen darf und sagen kann, okay, ich lasse das weg und tue aus einem anderen Schulbuch was dazu. Ich komme von der Schule, ich komme von der Förderschule,
mit sehr kleinen Klassen, aber wir hatten wirklich für jeden Schüler sein persönliches Buch, weil die alle auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe waren, wo man gar nicht zusammenarbeiten konnte. Aber das war verboten. Das ist nicht erlaubt. Du kannst nicht einfach, ne, wahllos aus Schulbüchern kopieren und die Sachen im Unterricht zu benutzen. Das ist so eine Graumarkt, der im Moment benutzt wird. Aber all das könnte man durch den Einsatz flächendeckend von OER, käme man aus dieser Sache raus. Und es gibt ja durchaus Länder, die das machen, das zum Beispiel Polen. Die arbeiten nur noch mit OER. Das heißt, da sind, muss man sagen, da hat den Schulbuchverlagen in Polen nicht so gut gefallen. Tschechien ist, glaube ich, auch ziemlich weit vorne dabei, wenn ich das richtig sehe. Die USA, da ist es. Kalifornien ist es gang und gäbe. Also es funktioniert in anderen Ländern. Und wir glauben einfach, dass das im Zusammenhang, also auch mit einer besseren IT-Ausstattung in Schulen, wenn Lehrer merken, das hilft mir, das hilft, bringt mich nach vorne, das verbessert meinen Unterricht, das erleichtert mir die Arbeit, dann glaube ich, werden Lehrer sich auch darauf einlassen. Aber erst dann, wenn sie das Gefühl haben, das ist keine zusätzliche Belastung, sondern das ist etwas, was mir bei der täglichen Arbeit hilft. Und der Punkt ist, weshalb wir es auch hier ansprechen, es kann halt durch die Struktur in Nordrhein-Westfalen auch bottom-up kommen. Also durch diese Finanzierung über den Schulträger in den Kommunen ist es natürlich auch der Handlungsspielraum, auch der Schulen vor Ort, der Schulleiter, der Kommunalpolitiker, das zu thematisieren und den Weg für die eigene Kommune zu finden. Weil natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer Kommune, die so groß ist wie Köln, und einer kleinen Kommune oder Gemeinde mit nur ganz, ganz wenigen Einwohnern, die können natürlich nicht das Gleiche in der Art und Weise leisten. Aber für große Kommunen wie im Ruhrgebiet oder an der Rheinschiene ist es deshalb interessant, weil da natürlich auch so eine gewisse kritische Masse zusammenkommt. Finanziell aber auch von beteiligten Lehrern. Und es ist wichtig, das Thema anzusprechen, zu thematisieren und Mitstreiter zu finden, weil es natürlich auch hier darum geht, eine politische Relevanz zu entwickeln, damit man an dem Thema einfach nicht mehr vorbeikommt. Die EU-Kommission hat da sehr weit vorgelegt, ist in die richtige Richtung gegangen und hat dafür auch Impulse gegeben, hat auch gesagt, dass EU-Mittel dafür verwendet werden sollen. Die Bundesregierung ist da sehr zögerlich. Das, was da erkämpft wurde, wird es in Studien umgewandelt. Die Piraten hier im Landtag hatten dazu auch mal einen Haushaltsänderungsantrag gestellt, um auf Landesebene dazu Gelder zur Verfügung zu stellen. Das haben die regierungstragenden Fraktionen dann wieder in eine Studie umgewidmet. Also sie wollten schon in die Richtung gehen, aber eben nicht in die konkrete Erstellung dieser Materialien, weil es eben noch diesen Konflikt gibt. Jeder weiß, dass man im Prinzip nicht an dem Thema vorbeikommen wird. Es wird kommen. Und jetzt geht es darum, das so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen. Nämlich, dass Bildung frei verfügbar wird, dass es den Lehrern vor Ort nutzt und dass wir einen Weg finden, das auch eben zeitnah zu kommunizieren. Also das in die Schulausschüsse zu tragen, auf kommunaler Ebene, da ganz klar auch Stellungnahmen einzufordern, entsprechend von den Dezernentinnen und Dezernenten, sich da klar zu bekennen, dass Bildung frei von jeglicher Hürde sein soll und dass wir es hier in Nordrhein-Westfalen implementieren. Und aus Aachen, Michael, war es ja so, dass durchaus im Rat das Interesse bestand, sich überhaupt mal anzuhören, was OER ist. Also man kann mal davon ausgehen, dass viele gar nicht wissen, worum es da überhaupt geht. Vielleicht einfach mal mit so einem Angebot zu starten, mal jemanden einzuladen, der überhaupt mal das Prinzip dahinter erklärt und auch mal erklärt, was das für positive Auswirkungen auf die Schullandschaft in der eigenen Kommune haben kann. Denn ich bin in Bochum im Schulausschuss, da muss man einfach sagen, da sitzen ganz viele, die tatsächlich überhaupt keine Ahnung haben, was Lernen mit digitalen Lernmitteln oder so ist. Die haben da gar keine Vorstellung davon. Und man wird wahrscheinlich da keinen Schritt weiterkommen, wenn man nicht den anderen erstmal so ein bisschen auch die Angst nimmt und erstmal sagt, wir gucken erstmal zusammen, was ist denn das eigentlich? Michael hatte sich gemeldet. Als Antwort darauf, da bist du schon ein Stück weiter. Ich wollte das in den Rat einbringen. Oder zumindest, dass Matthias sich da mal präsentiert und sagt, so und so, das ist OER. Eben weil bei uns auch die Verwaltung jetzt eher mittelbescheid weiß, was es mit OER auf sich hat. Also in meinen Gesprächen mit der Verwaltung war es dann doch eher ernüchternd, dass die da
fast gar keine Berührungspunkte haben. Also die sind da, was diese Art von Medien angeht, eher unbeleckt. Und dementsprechend hatte ich eigentlich die Idee, das als Antrag einzubringen. Also jetzt nicht als Antrag, sondern als neuen Tagesordnungspunkt. Das kann man ja einfach so machen. Um da überhaupt erstmal die Sensibilität zu wecken und zu sagen, hier, da gibt es sowas. Ich sehe das allerdings auch ein bisschen in dem Zusammenspiel, was wird im Haushalt, im jährlichen Haushalt, für Bildungsmaterialien im Prinzip veranschlagt. Das ist ja quasi das, was das Schulgesetz vorgibt. Also pro Schüler der Leistungsstufe müssen halt so und so viele Gelder hinterlegt sein. Wenn wir da jetzt anfangen zu sagen, ja, aber das Geld spart ihr euch, kann ich mir vorstellen, dass die Kommunen dann eben sagen, hier, dann wollen wir es nicht, weil das Geld haben wir ja eigentlich da. Ja, also, dass man dann vielleicht in Form eines OER-Gesetzes, wie auch immer das sich gestalten mag, letztendlich sagt, ja, das geht nicht zulasten von irgendwelchen finanziellen Zuwendungen. Auch das, was dann erstellt wird, wird unter der gleichen Lizenz weiter veröffentlicht, damit wir auch da die Rechtssicherheit haben. Also ich sehe nicht, dass die Kommunen selber da jetzt irgendwie was machen können, also bis auf Werbung, das ganz klar, aber es muss auch sehr stark in Zusammenarbeit mit euch vom Land sein, damit wir da Hand in Hand arbeiten, sonst wissen wir nicht genau, wer womit gerade beschäftigt ist. Also ich hier vorne, Kaki und dann Baba. Ja, meine Frage geht auch in die Richtung, gibt es für mich, für uns in den Kommunen bis jetzt, also anhand dieser OER-Materialien, die wir haben, konkret die Möglichkeit, jetzt schon Geld einzusparen? Weil im Moment können wir doch nicht sagen, auf dieses Geschichtsbuch verzichten wir, weil wir könnten, haben ja diese Materialien. Sondern ist es im Grunde genommen doch noch eine Zukunftsutopie, für uns, für die Kommunen, da Geld einzusparen. Also ganz konkret gibt es zwei Punkte für Nordrhein-Westfalen, die zu beachten sind. Reden wir von einem Schulbuch, dann unterliegt das der Zulassung. Ich kenne kein OER-Schulbuch, was bisher vom Ministerium zugelassen wurde. Insofern an der einen Stelle nein. Das ist aber dieses Henne-Ei-Prinzip. Also es geht darum, dass ab einer gewissen Größenordnung man sich überlegen kann, ob man nicht ein solches Material selber in Auftrag gibt und entwickelt und wie schnell es sich dann rechnet. Weil die Bestellungen erfolgen ja bei den Fachbüchern dann auch immer für mehrere Jahre. Die kommen ja nicht ein Buch für ein Jahr, sondern die werden ja weitergegeben und vererbt oder wie man das auch immer nennen möchte. Das heißt, bei der Anschaffung eines solchen Buches für eine ganze Jahrgangsstufe und das vielleicht in einer größeren Kommune, wo man auch mal mit allen Schulen zusammen sich an einen Tisch setzt und dann mal über den Etat spricht, weil letztendlich ist es der Etat einer jeden einzelnen Schule, über den wir sprechen, da muss man sich eben zusammenfinden. Das ist eben die Überzeugungsarbeit, die wesentlich einfacher wäre, wenn es dann natürlich im Land dafür Mittel gäbe oder vielleicht noch über den Bundeshaushalt oder EU-Mittel, wie die Kommission das eigentlich vorgesehen hatte. Also das ist wieder so ein Henne-Ei-Prinzip. Ne? Also aktuell würde ich die Frage eher mit Nein beantworten, weise aber darauf hin, dass es da diesen Zusammenhang gibt und den muss man natürlich irgendwann mal aufsprengen. Ergänzend dazu, ich glaube, eine ganz das Scharnier ist bei den kommunalen Spitzenverbänden, also die Vertreter der Kommunen auch im Landtag. Ich glaube, wenn diese kommunalen Spitzenverbände tatsächlich in die Kommunen tragen, ja, wir wollen das machen, wir sind dafür, das lohnt sich. Ich glaube, das wäre so ein Ruck, der dazu führen könnte, dass was passiert. Aber die kommunalen Spitzenverbände haben halt gesagt, sie haben das Interesse, aber sie wollen von der Landesregierung eine verbindliche, einen verbindlichen Plan, was passieren soll, weil die kommunalen Spitzenverbände auch schon erlebt haben, dass irgendwas kam, dass sie investiert haben in etwas, was dann nach 3-4 Jahren plötzlich keinen Wert mehr hatte. Dann hat man sich anders entschieden und dann war diese Investition war umsonst. Und da sind die natürlich im Moment ein gebranntes Kind und sagen, wenn es ganz klar festgelegt ist, dass wir dafür, dass wir das machen können und Schulbücher da ersetzen können, dann sind wir auf eurer Seite. Das haben die uns sehr deutlich zu verstehen gegeben. Aber die warten jetzt irgendwie drauf, auf so eine Zündung von der Landesregierung, die so dieses Go gibt und sagt, ja, das lohnt sich, wir gehen diesen Weg. Und das ist im Moment halt nicht absehbar. Und wenn das käme,
dann würden die Kommunen sicherlich auch sagen können, ne, wir machen da mit, wir gucken, was ist in unserer Kommune, was ist überhaupt möglich, denn da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Wenn ich mir die Ausstattung der Schulen anschaue, zumindest in einigen Kommunen, dann muss man natürlich prinzipiell in Frage stellen, ob OER-Einsatz tatsächlich überhaupt möglich ist an Schulen. Ich verweise nochmal auf den Link, der auch mit dem Pad steht, wo jetzt hier ganz aktuell, 4. Juni 2015, iRights nochmal ausgesuchte Quellen hier benannt hat und verlinkt hat. Da findet man von bis von der Suchmaschine bis zu einer crowdgesourcten Geschichte wie den Schulbuchomaten, wo ein Biologiebuch für die, ich glaube, 9. 10. Klasse erstellt wurde, aber für Berlin, eben nicht für den Lehrplan Nordrhein-Westfalen. Alles Mögliche, da kann man auf jeden Fall mal drauf verweisen, da kann man sich auch mal durchklicken, um mal zu sehen, was so der aktuelle Stand bei den vorhandenen Projekten ist. Darf ich noch kurz eine Ergänzung dazu bringen? Ganz kurz. Und zwar ein Bereich, in dem man tatsächlich eventuell mit Einsparungen rechnen könnte, ist der Bereich Flüchtlingsbildung. Das heißt, diese Unterrichtsmaterialien, die jetzt im Prinzip aufs Tapet kommen, weil die müssen ja da sein, die müssen jetzt angeschafft sein, für die gibt es meistens eben keine Haushaltsposten, sondern das sind zusätzliche Kosten, die jetzt entstehen für Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Jura. So, das heißt, dieser Bereich, da sehe ich durchaus Potenzial, dass man darüber Einsparungen machen kann. Zweigeteilt, also OER, das verwechselt man halt auch. OER heißt ja an keiner Stelle, sind digitale Medien. Wobei halt OER zu 90% sprechen wir natürlich über digitale Medien. Und da muss man halt gucken, auch für Flüchtlingskinder, du brauchst ja die Ausstattung dafür. Das heißt, du brauchst entsprechende Rechner. Rechner ist das geringere Problem. Du brauchst, sag ich mal, genug Power in den Schulen. Du brauchst ein WLAN, was für viele, also das sind alles so Probleme, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Es ist ja nicht damit getan, diese Lernmittel zu haben. Ne? Also ich muss sie ja auch irgendwie an die Schüler bringen. Ich möchte jetzt aber nochmal eben gucken, ich glaube, du warst jetzt dran und dann war der Paki dran. Und dann war der Babak dran und dann warst du dran. Ja, okay, kriegen wir hin. Ja, wir haben in Düsseldorf jetzt im August den Schulentwicklungsplan 2015. Da wird er präsentiert im August nach der Sommerpause. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich das jetzt einbringe, dass wir das im nächsten Jahr dann irgendwie in irgendeiner Form halt einsetzen können. Jetzt ist meine Frage an euch, wie stelle ich das am besten an? Gehe ich jetzt zuerst zur Ampel, gehe ich zuerst zum Amt, gehe ich zuerst auf die Schulen zu? Wie streue ich die Informationen so geschickt, dass das halt langsam aufgebaut wird und das nicht zu große Hürden, also ich sag mal jetzt so, ne, die Leute sind ja irgendwie, haben wenig Bock, sich mit Neuem zu beschäftigen, weil sie halt sagen, wir haben so viele Baustellen. Was ist da eure Meinung? Düsseldorf. Ich würde mir an deiner Stelle dieses, wie heißt das, Gebrüder-Scholl-Gymnasium, also es gibt in Düsseldorf Gymnasien, die sind da weit vorne, die stellen nämlich selber OER her, da waren wir auch schon, ne? Mit denen haben wir schon geredet, die würde ich mir suchen, die da ganz vorne sind. Dann würde ich persönlich würde halt vor Ort immer gucken, dass ich mir Verbündete suche. Das mache ich in Bochum halt zum Beispiel mit der GEW. Die GEW, das ist diese Lehrergewerkschaft, die gibt es überall vor Ort. Da rennt ihr offene Türen ein, weil die froh sind, ne? Wenn EDS, Eltern. Ja, Elternverbände. Ich würde halt nicht von Schule zu Schule tapern, das ist müßig, das schafft auch keiner. Ich würde mir gucken, es gibt sicherlich vor Ort eine Elternpflegschaft, vielleicht ne, gibt es auch eine Elternpflegschaft auf Stadtebene, das haben nicht alle so eine durchgewählte, einige Städte haben das. Ich würde die Schulpflegschaften anschreiben, also ich würde mir immer Verbände suchen, die auch so ein bisschen Multiplikatoren sind, bevor ich da ins Klein-Klein... Bezirksschülervertretung, ne? Schülervertretung ist immer gut, weil die sind auf unserer Seite, die haben ein großes Interesse daran halt auch, dass Unterricht sich verändert, dass mehr digitale Medien zum Einsatz kommen. Also meine Erfahrung ist immer, dass das den größten Erfolg bringt, wenn ich mir halt Gruppen, Interessengruppen suche, die ne, mich dann unterstützen oder dann halt dementsprechend damit ziehen. Dann würde noch gucken, dass man so irgendwie die Unterscheidung trifft zwischen der politischen Ebene und der aufklärerischen, nenne ich sie einfach mal. Die Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung hat mal, ich weiß nicht, ob sie es noch aktuell macht, aber das kann man relativ schnell googeln, so eine Tour gemacht und hat Lehrer informiert über Lizenzrecht, über den Umgang mit OER
und eben auch die Debatte, was passiert, wenn ich was selber erstelle, was passiert, wenn ich es kollaborativ erstelle, dann ist das Ganze ja nochmal etwas komplizierter. Und da gibt es durchaus Akteure, die also auch direkt in die Schulen gehen, einfach nur mal um das Kollegium, sofern denn gewünscht natürlich, da entsprechend auch mal briefen, um zu zeigen, dass es auch eben Alternativen gibt, neben der politischen Arbeit im Rat oder mit den Eltern zusammen. Wie gesagt, ein Drittel der Gelder für Schulbücher ist immer noch die Eigenleistung, also der Beitrag der Eltern oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler. Da gibt es natürlich auch ein gesteigertes Interesse, da auch mal über Alternativen nachzudenken. Deshalb muss man so ein bisschen versuchen zu unterscheiden, die lizenzrechtliche Frage, was ist OER und wie bringe ich das näher, und dann die andere politische Debatte, wie läuft es in Zukunft. Dazu, ich hatte letzte Woche ein Treffen mit der Elternschaft Düsseldorfer Schulen und den Bezirksschülervertretungen, und da haben wir mal so durchgehört, also sie haben einfach mal so erzählt, was ihnen am meisten auf dem Herzen liegt. Und die haben in der Priorisierung halt Lehrermangel, Sanierungsbedarf, Lehrmaterialien. Das waren die drei Knackpunkte, wo wir gesagt haben, da brennen sie halt. Zeigt aber letztendlich, dass wir da offene Türen einrennen. Ne? Also ganz, ganz klar. Das ist wirklich dann der Hebel, glaube ich. Ne? Aber ich sag mal, das gilt halt, ne, ja nicht nur für dieses Thema, sondern überhaupt im Schulausschuss in den Kommunen, ne, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, tatsächlich, wie gesagt, mit den Schülervertretungen. Und da rennen wir tatsächlich mit unseren Themen auch offene Türen ein. Und ich glaube, dass man da auch Druck aufbauen kann, um Dinge dann auch durchzusetzen. Jetzt ist aber der Babak dran. Vorhin kam das Argument von dir erstmal, man solle nicht unbedingt mit den Geldern hantieren und arbeiten. Und du hast aber auch gesagt, dass 90% der Materialien eigentlich digital sind. Das Interessante dabei ist, ja, alle Argumente, die ihr sonst liefern könnt, sind verdammt gut. Aber streut tatsächlich irgendwann zwischendrin mal dieses Argument ein, weil alle Städte haben Probleme mit ihren Finanzen. Und wenn man denen dann an der Stelle zeigen kann, dass sie die Finanzen für die Schulen besser ausgeben können, weil sie, wie du gerade eben gesagt hast, 21 Euro pro Buch einsparen, und dann sagen wir, okay, machen wir vielleicht noch für die 10% ein bisschen wirklich Druck, sagen wir 5 Euro pro Buch, denke ich mal, schon hochgegriffen, aber dann sind es immer noch knapp 16 Euro, 17 in dem Fall, weil das ja auch eingespart wird, pro Buch, die man einsparen kann bei so einer Anschaffung, wenn man das in die eigene Druckerei gibt. Das sind Gelder, die an der Schule dann anderweitig eingesetzt werden könnten. Und ich habe gerade in Köln gelernt, wenn die Leute hören, dass sie Geld einsparen können, weil sie es dann anschließend wollen, um es dann anderweitig einzusetzen, dann macht es bei denen auf jeden Fall einmal mindestens Klick. Und dann hat man Laden hoch statt runter. Genau, das ist der Punkt. Und dann schiebe ich alles andere. Also man sollte wirklich anfangen, was es für Vorteile hat es sonst wie. Und dann kommt irgendwie so nebenbei eben die Kosten, die man dadurch einsparen könnte. Damit sind die Kosten nicht das Erste und sie sollten auch grundsätzlich nicht das Letzte sein. Aber das ist ein Argument, was so mittendrin reingestreut kommt und wo sie dann wirklich wieder hochkommen. Also das ist so? Das ist so. Und das habe ich auch gemeint. Ich habe nur gemeint, man sollte nicht hergehen und sagen, wir wollen flächend OER, weil das ist geldsparend. Also OER hat ganz viele andere positive Effekte und ich kann das nicht, ne, dass ich das natürlich sage. Es wird auch kein Geld sparen. In erster Linie wird es Geld kosten. Es wird langfristig, mittelfristig, langfristig vielleicht Geld sparen. Denn wir dürfen nicht vergessen, du müsstest das Geld, logischerweise, konsequenterweise, musst du das Geld in die IT-Ausstattung der Schulen stecken. Alles andere ist Unsinn, weil ohne die Ausstattung kannst du es nicht nutzen. Dann musst du wissen, ist so, die IT-Ausstattung ist alle 4-5 Jahre letztendlich überholt. Das heißt, du wirst neu investieren müssen. Das sind die Kosten, von denen ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren das größte Problem der Schulen werden, zumindest, sage ich mal, in den Kommunen hier wie aus dem Ruhrgebiet. Genau das ist das Interessante. Die IT-Kosten, die auf die Schulen zukommen, die kannst du definitiv hingehen und sagen, diese IT-Kosten werden in jedem Fall auftreten. Warum? Weil sie grundsätzlich auftreten. Ja, aber wir haben ja wir im Ruhrgebiet haben so gut wie keine Ausstattung. Ja, aber die wird doch nicht kommen.
weil davon kein Geld. Lass uns das Thema mal so ein bisschen gleich ein extra blocken. Dann haben wir noch den anderen Punkt, gerade wenn es um die Bücher geht. Ich sagte gerade nicht umsonst die letzten 10%. Die Städte oder Städteverbünde haben auch Druckereien. Wenn dann ein Buch, anstatt dass es eben, deswegen habe ich auch 5 Euro angesetzt, gerade eben, die man nur noch zahlen müsste, wenn man nämlich eben an der Stelle diese Sachen lizenzfrei von den Kommunen selber aus drucken lassen würde, würde es auch bedeuten, dass wir an der Stelle weiterhin Arbeitsplätze erhalten oder schaffen. Eher erhalten, weil normalerweise werden die Reffekt reduziert. Das geht aber in den gesamten Haushalt an Papier- und Druckmaterialien innerhalb der Stadt in einen Bruchteil rein. Also gerade Köln, wir haben gerade die Druckkosten reduziert über die Piratenfraktion. Trotzdem sind die enorm. Und da fällt mal so das Drucken eines Buches, wenn es denn mal existiert, nicht wirklich. Man kann es reinschieben und selbst wenn dann eben keine IT genutzt wird, da geht es dann auch. Also da bin ich gar, das Thema geht jetzt ein bisschen weg, ne? Also Druckkosten, sage ich mal, Einsatz und die Schulen, die stöhnen, weil die Kommunen Druckkosten sparen, weil sie alles noch als E-Mail schreiben und die Schulen müssen selber ausdrucken. Ganz, ganz vorsichtig. Es geht nicht, nein, das es geht darum. Nee, das geht den Eltern an. Also ist ein ganz, ist ein das ganz, ist ein anderes, das habe ich nicht Thema. Angesprochen. Das habe ich nicht angesprochen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf Druckkosten kommen, kommen wir so ein bisschen weiter weg. Ich würde gerne mal Wir haben noch hier vorne, dann haben wir noch da hinten. Genau. Alles klar. Und da ich mich auftauche, Martin Knob, ich bin aus Bonn, Pirat und im Schulausschuss da und auch noch Lehrer. Also ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dieser Problematik. Und ich sehe es auch so wie der Kollege aus Aachen, man muss erstmal auch ein Gesetz schaffen, dass den Kommunen klar ist, wenn das Geld da nicht mehr für Schulbücher ausgegeben wird, dann darf ich es trotzdem behalten. Sonst ist das Interesse nämlich tatsächlich nicht da. Da muss man tatsächlich was tun und diese Idee der freien Lehrmittel ist natürlich super, das muss man auch politisch verkaufen, weil das ist ein Monopol, was die haben, was auch natürlich die Entwicklung im Schulbereich hemmt. Die haben das Monopol, die sitzen darauf und was an kreativen Ideen bei Lehrern da ist, das verbreitet sich nicht, wie das bei allen Ideen ist, die halt vom Urheberrecht irgendwo eingeschnitten werden. Da muss man ran. Da muss ein Landesgesetz her, das Geld, was ihr für Schulbücher bekommt, dürft ihr in jedem Fall behalten. Dann passiert noch was. Also anders sind die Vorbehalte so groß. Also es ist aktuell in einem Erlass geregelt, momentan, also untergesetzlich. Es legt da fest, dass auch immer ein Drittel Eigenanteil ist. Und da kann man auf jeden Fall über einen politischen Antrag in die Richtung gehen. Ich habe es auch noch hier aufgenommen im PET, das, also als Rückmeldung. Das wird dann auf jeden Fall auch nochmal in der Fraktion dann gespiegelt und geguckt, dass man da auch nochmal an der Stelle tätig wird. Deshalb habe ich es auch extra nochmal hier reingeschrieben. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, ob du oder du zuerst. Ja, ist blöd, welche Namen ich habe. Sagst du Michael. Michael und dein Name nochmal? Patrick. Michael, dann. Ja, okay. Ich wollte eigentlich in das Gleiche anstoßen. Ich hatte hier eine ganze Zeit lang nur Diskussionen über Geld hin und her. Ich denke, man sollte auch eben den pädagogischen Wert von OER in den Vordergrund stellen. Und nicht nur die Geldfrage. Da gibt es sicherlich, ich bin nun kein Fachmann, aber da gibt es sicherlich viele Argumente, die für OER sprechen. Auch, sagen wir mal, außerhalb des IT-Bereichs, muss man auch ganz klar sagen. Und dann die zweite Sache, die mir jetzt so ein bisschen aufgekommen ist. Schulbücher ist ja die eine Sache, Arbeitsmaterialien sind die andere Sache. Und du sagst ja selbst, das ist ein riesen Graubereich, der teilweise wirklich gut dunkelblau ist. Da könnte natürlich OER auf diesem Arbeitsmaterialbereich durchaus auch eine Rechtssicherheit für die Lehrer schaffen. Dann fängt man nicht mit dem Schulbuch an, sondern was weiß ich, mit dem Aufgabenzettel für was weiß ich, Prozent rechnen oder sowas. Man muss ja nicht immer direkt den ganz großen Wurf machen, sondern zum Beispiel einen Aufgabenzettel, dann braucht man natürlich auch gewisse einfach Ressourcen und Infrastruktur. Es wäre natürlich schön, wenn die Lehrer OER-Materialien, zumindest deutschsprachiges, an einer Stelle finden würden. Und nicht über, ich sag mal, 15 Ressourcen oder noch mehr dann verteilt. So jede Gemeinde hat dann seinen eigenen Aufgabenzettel oder sowas. Ne? Das ist
sondern da müsste man dann auch bereit sein, ein bisschen Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass das auch ein bisschen mehr zentralisiert werden könnte. Bestandteil unseres Antrags. Ja, ist ja auch gut, aber ich sage es ja nur noch. Also die Landesregierung hat hier ein Projekt auf NRW-Ebene, Learnline heißt das, was genau so eine Suchmaschine zur Verfügung stellen sollte für freie Inhalte. Nur wenn man da mal reingeht und sich mal anguckt, dass die meisten Inhalte dann eben doch nicht so frei sind, da hat man da so ein bisschen. Ja gut, eine Suchmaschine ist das eine und das andere ist, dass ich die tatsächlich in den Server vorhalte, wo der Krempel drauf ist. Das macht mich, also die Studie von Wikimedia, die ich da mit der Pressemitteilung angesprochen habe, die soll gegen dieses Mapping OER, also die wollen tatsächlich finden, wo liegt das Zeug, die werden wahrscheinlich auch zusammentragen, verlinken an der Stelle, so wie iWrites da jetzt mal begonnen hat, so einen ersten Aufschlag zu machen. Ich glaube, da in diese Richtung geht die eine Studie, die jetzt gerade in Auftrag gegeben wurde, wo wir mal abwarten, wie so das Ergebnis sein wird, aber das ist so in der Mache. Zum Beispiel bei diesen Aufgabenzetteln brauche ich dann auch nicht die Schule mit, ich sag mal, mit einer EDV auszustatten für die Schüler, sondern ich brauche ja nur im Prinzip einen Drucker oder Lehrer seine Aufgabenzettel dann auch ganz legal ausdrucken kann. Also ich benutze als ich noch beschuldigt war, ich habe immer auf dem österreichischen Bildungsserver mein Unterrichtsmaterial, weil die da sehr viel offene Materialien haben und man da... Ja, ist ja wunderbar, nur... Du hast recht, ja. Wir sind hier noch in Westfalen, Österreich ist dagegen klein. Wir sind uns da, glaube ich, Moment, wo zur Infrastruktur. Ich denke, es gibt einen Bildungsserver für NRW. Also da ist schon Technik da, wo halt auch Sachen gesammelt werden. Inwiefern das dann noch auszubauen ist oder zu unterfüttern ist, damit man da auch noch OER und sowas abfackeln kann, das weiß ich nicht. Noch Bezug nehmend auch auf das andere, was du sagtest und auch als generelles Argument, das mit den Lizenzen führt ja letztlich im Wesentlichen auch zu einer Praxisvereinfachung. Man kann es, und da, also man darf es und kann es daher einfach kopieren. Und man kriegt diese ganze Lizenzproblematik, also jedenfalls nicht das Thema Lizenzen an sich, aber die Problematik kann man sich dann aus dem Kopf und vor allem aus der Seele schieben. Und das macht es dann ja einfacher. Ich kann es einfach benutzen. Und wenn die Lehrenden das dann so feststellen und so dann auch machen, ist das ja auch ein Beispiel für die Kids, zu sehen, hier, wenn ihr das so macht und freie Lizenzen, dann könnt ihr einfach machen und ihr müsst nicht immer und so weiter, schauen hier und da, wie es mit Lizenzen ist. Trotzdem muss natürlich irgendwo eine Lizenz irgendwo stattfinden mal. Überleitung zum dritten Punkt ist die Lizenzinfo und sowas muss vor Ort mal stattfinden. Letztlich braucht man es bei den Kids. Vorher muss es aber eben in den Räten, insbesondere für die politische Ebene und auch für das Argumentative und damit es auch so bottom-up kommt, in die Lehrerkollegien rein. Also der aufklärerische Aspekt. Und da fehlt mir eigentlich eine, ich sag mal, so eine Rot-Tour. Ne? Sagtest du, die WPB hätte da was gemacht, aber dann eben lizenzorientiert. Was ich mir eigentlich vorstelle, ja, das Thema Lizenzen, dass das mal angekratzt wird, aber im Wesentlichen, also muss ja dann auch erklärt werden, man muss halt dann mal tatsächlich die Schulen abklappern. Und die Kollegien zeigen hier, ne, da ist was mit den Lizenzen und so. Und jetzt zeigen wir euch mal, was ist da schon, da gibt es das und das und das und das. Ne? Man kriegt es nur wesentlich mal in die Breite getragen, also in der nennenswerten Zeit, nicht, dass wir da jetzt wieder 20 Jahre für brauchen. Wenn man es denen, wenn wirklich Leute hingehen und das denen auf dem Silbertablett, also das Thema aufbereitet, servieren, damit die nicht nur, sonst kommt es beim Kollegium und bei den Einzelleuten so an, jetzt ist wieder irgendwelche Leute, die was von uns wollen und jetzt haben wir noch wieder ein neues Stichwort, wo wir uns informieren müssen und wo wir uns mit rumzuplagen haben, das wird dann schnell abgelehnt. Ja, also die Darreichungsform ist da ganz wichtig.
Und dann noch als letztes zu, ist, irgendwer muss das ja machen. Ja gut, das können wir jetzt irgendwie einzeln da die Schulen abklappern, denke ich, ist nicht so, dass, nicht so der Standardweg. Ich sehe eigentlich, irgendwo müsste man mal regional, nicht unbedingt kommunal, aber regional, tatsächlich Leute und eigentlich auch hochoffiziell für sowas anstellen, die nicht nur zu OER, das mag vielleicht ideologisch sein, aber überhaupt mal zu digitalen Medien, was es gibt, die Kollegien mal auch informationsmäßig auf den Sachstand bringen. Ja. Und wo kann man die aufhängen? Mir fallen zwei Sachen ein. Das einmal sind die Studienseminare und zum anderen die Medieninstitute. Aber da, weiß ich jetzt nicht, wie die finanziell aufgegangen sind. Das mal. Mir fällt gerade Qualis ein, unser Institut in Soest, Landesinstitut für Schule und die halt auch Fortbildung machen oder die solche Materialien erstellen. Also das müsste man wahrscheinlich da aufhängen. Also ich, zwei, drei Sachen dazu. Das, was du gerade gesagt hast, dass in NRW es Möglichkeiten gibt, das sehe ich im Moment als eine große Gefahr, dass es nämlich irgendwann hier 16 Insellösungen in Deutschland gibt. Also ich fände es wichtig, man würde sich darauf verständigen mit den Bundesländern, welchen Weg man geht, wo man Dinge speichert. Ansonsten wird die Sache noch vertrackter, weil ich gucke jetzt nicht in NRW nach Unterrichtsmaterial. Also das unterscheidet sich ja in den einzelnen Bundesländern nur marginal. Also ich fände es besser, wir würden eine bundesweit einheitliche Lösung finden, wo von mir aus dann auch drunter gefasst wird, Schulmaterial NRW, wenn ich jetzt Erdkunde was ganz Spezielles suche. Also fände ich es immer besser, das möglichst einfach zu halten, wo ich als Kollege sehr schnell die Dinge finde. Nochmal zu dem Pädagogischen, wenn... Ja. Wollte ich damit nicht wegversorgen, nur nach dem Motto, wir müssen erstmal irgendwo Rechner hinstellen, zu dem speziell dem Argument, wir stehen schon irgendwo Rechner. Ja, ja. Okay. Zu dem, was gerade gesagt wurde, halt auch nochmal pädagogisch zu sagen, wie wichtig das ist. Schule verändert sich im Moment radikal, rasant durch Inklusion, durch neue Schulformen wie die Sekundarschule, wo Schüler und Schülerinnen, sage ich mal, von knapp Hauptschulabschluss bis hochbegabt zusammen in einer Klasse unterrichtet werden. Es ist Usus, für eine Klasse ein Mathebuch zu bestellen. Das wird in Schule nicht länger funktionieren. Wir reden über Individualisierung von Lehrplänen für jeden Schüler extra. Es wird uns nicht gelingen, herzugehen und bei Schülern 25 in der Klasse 10 verschiedene Mathebücher zu bestellen. Also ich glaube, dass wir OER brauchen, wenn wir dem Anspruch, den wir im Moment an Schule entwickeln und haben, wenn wir dem gerecht werden wollen, dann ist OER ein ganz, ganz wichtiger Stein, wo ich mir halt Unterrichtsmaterial passend für einzelne Schüler zusammensuchen kann, dann glaube ich, ist das eine riesengroße Vereinfachung, weil die Zeiten, wo ich als Lehrer vor der Klasse stehe und alle lernen zur gleichen Zeit immer dasselbe, die ist einfach vorbei. Und auch da, glaube ich, müssen wir Lösungen finden und OER ist sicherlich eine mögliche Lösung für Probleme, die auf die Kollegen dazukommen. Insofern würde ich auch immer diesen Aspekt bei einer Argumentation ganz weit auch mit nach vorne stellen. Das dritte habe ich jetzt vergessen. So, die Sammy ist dann aber. Bitte? Ja, also letztendlich wäre das halt auch etwas, was schön wäre, wenn die Landesregierung das leisten könnte. Also es gibt ja genug Stellen, die das machen können. Wenn die Landesregierung zum Beispiel hergeht und das Qualis damit beauftragen könnte. Wir haben in den einzelnen Kommunen Kompetenzteams, die sich um bestimmte Dinge an Schulen kümmern. Also ich glaube, dass wir diese Verbreitungsmöglichkeiten, die Struktur dafür, die wäre auf jeden Fall da. Aber es wird im Moment die Gewichtung nicht, es wird nicht erkannt, wie wichtig das ist. Es werden halt andere Prioritäten gesetzt. Ich möchte jetzt dann Sabine noch und dann den Michael, aber nur ganz kurz, aktuell gibt es eine ganz spannende Debatte, was die Fortbildung von Lehrern in Bezug auf Lizenzen angeht oder digitalen Inhalten. In Moers sind gerade flächendeckend Grundschulen, die Internetpräsenzen der Grundschulen sind vom Netz genommen worden, weil dort eine Anwaltskanzlei urheberrechtlich geschütztes Material wohl gefunden hat und die Grundschulen abgemahnt hat. Daraufhin ist der Schulträger erstmal hingegangen und hat die Schulen allesamt vom Netz genommen, was die Internetpräsenz angeht. Und jetzt herrscht gerade die Debatte, wer ist dafür verantwortlich, ist es die Stadt oder das Land? Wenn man dazu zur Auffassung kommt, für die Lehrer, die Website betreut haben, ist das Land zuständig, denke ich mal, wird es in Zukunft auch Fortbildung im Bereich lizenzrechtlicher Gegebenheiten rund um den Schulbereich, in welchem Bereich auch immer dann geht. Aber Sammy und dann Michael. Ja, ich sag mal was zu Lehrbüchern, den herkömmlichen. Ich habe 4 Jahre lang mit Kollegen im Lehrerzimmer um die vollbeladenen Tische haben wir herumgestanden und geguckt und
das, was man dann von allen Kollegen hörte, war, das ist ja wieder das Gleiche wie da. Da haben sie hier ein bisschen was geändert, da haben sie da was ersetzt. Es ist ja gar nichts Neues. Sie wollen nur wieder ein neues Lehrbuch verkaufen. Das ist ein ganz großes Problem und zwar in allen Fächern. Und das ist schon mal mit ein Grund, wo jeder Kollege, und nicht in NRW, sondern in 16 Bundesländern, das bestätigen kann und sagen wird, klar, richtig, es ist viel, viel sinnvoller, wir schaffen unsere Inhalte selbst, die sind dann auf dem neuesten Stand, man kann gucken, was in Lehrbüchern ist, aber im Allgemeinen ist es eine endlose Wiederholung und sie schinden ein enormes Geld damit. Insofern ist OER bundesweit für mich sehr, sehr wichtig. Und dazu kommt dann noch, dass in manchen Lehrbüchern noch Sachen stehen, ich glaube, wenn man es aufzählen und aufschreiben würde, würde es einem die alles ausziehen. So schlimm ist das. Das geht von rechtsradikal bis antisemitisch. Also sehr mit Vorsicht sowieso zu genießen. Das wird alles immer wieder neu aufgelegt mit kleinen Änderungen und wir zahlen und die Eltern und der Staat zahlt viel Geld dafür. Ist nicht einzusehen. Ich wollte nur sagen, ihr habt mir natürlich jedes Mal wehgetan, wenn ihr gesagt habt, lizenzfrei. Und dann komme ich ja direkt auf das Thema zu sprechen. Du weißt ja, dass ich da auch mit Open Data unterwegs bin und nicht so ganz glücklich bin über die Deutschland-Lizenz aus bestimmten Gründen. Wenn man dann diese Sache einstellt mit Open Education Resources, würde ich doch nahelegen, bekannte und bewährte Lizenzen zu nehmen. Gegen die Deutschland-Lizenz ist nichts einzuwenden. Der Text von der 2.0 ist völlig in Ordnung, aber die kennt kein Schwein außerhalb Deutschlands. Und selbst in Deutschland kennt die keiner. Also, wenn man das Ding einstellt, dann vielleicht tatsächlich CC-Lizenzen verwenden, weil die sind weltweit bekannt. Ja. Zumal man bedenken muss, es sind ja nicht nur 17 Bundesländer hier in Deutschland, die deutschsprachig sind, sondern auch noch einige Bundesländer in Österreich. Wir haben die belgische deutschsprachige Community. Wenn man sowas macht, sollte man auch den Blick, sagen wir mal, gerade in Nordrhein-Westfalen, wo wir ja sozusagen immer schön an der Grenze sind, auch noch ein bisschen so über den eigenen Tellerrand hinausdenken. Ne? Also, kurze Ergänzung, der ist auf EU-Ebene, haben ja da mal eine Aktion gemacht und für EU-Lizenzen, Freilizenzen da vorbereitet und abgenickt und prüfen lassen. Und da ist ja viel, insbesondere fürs also politische und aber auch institutionelle und auch fürs schulische, was erstellt worden. Von mir noch die Erwähnung, es sind ja nicht nur die deutschsprachigen Bundesländer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern jedes Land, was ein Goethe-Institut hat, kann natürlich davon auch profitieren. Plus die Länder, die kein Goethe-Institut haben, die aber Deutschkurse anbieten an ihren Schulen. Wenn die Lehrmaterial mit einer CC-Lizenz bekommen, hat das zum einen natürlich eine unheimliche Außenwirkung, ja, also progressiv, wie auch, ja, sie können es einfach benutzen und gut ist. Und ich verweise nochmal darauf, bottom up, also wenn einem das nicht gefällt, was einem vorgesetzt wird von oben, gibt es gerade hier bei diesem Thema die Möglichkeit, auch von unten heraus, von der Basis her, Standards zu setzen, indem man einfach in diesem Bereich diese Lizenzen nutzt und selber vorangeht und das pusht und dadurch eben Fakten schafft. Weil wir sehen, dass es eben von oben nicht gemacht wird, dass dort keine Lehrmaterialien entwickelt werden, sondern nur Studien. Und dann kann man eben hier die Chancen nutzen und auch ganz einfach politischen Druck aufbauen und dabei eben auch einfließen lassen, dass es standardisierte Lizenzen internationaler Natur gibt, die man hier nutzen kann. Das ist die politische Möglichkeit, Einflussmöglichkeit, die man hat. Und die können wir in den Kommunen natürlich auch entsprechend fahren kann, wenn das Thema aufkommt. Ich würde gerne, das bietet sich an, jetzt 10 Minuten Pause machen und dann mal gerne überlegen, weil das ist halt für mich in Bochum das Problem, also die finden das eigentlich ganz gute Idee. Wir haben die Ausstattung an Schulen überhaupt nicht. Ne? Es gibt eigentlich überhaupt kein Geld, entsprechende Schulen mit Rechnern und vor allen Dingen mit
den entsprechenden Leitungen und was nicht allem auszustatten. Ich hätte gerne mal ein bisschen was aus Köln gehört, weil Köln kommt immer so ein bisschen auch in der Presse, ne, dass da viel gemacht wird und getan wird, wenn ihr ein bisschen was erzählen könnt. Und würde so ein bisschen gerne von euch hören, so aus welcher Kommune ihr kommt, um mal gucken, ob das überall gleich ausschaut oder ob es da unterschiedliche Bestrebungen gibt. Also ich habe irgendwie auch gehört, dass Kommunen das als sehr wichtig erachten. Und dann haben wir so Kommunen, die glauben, das sei völlig nebensächlich. Das sei überhaupt kein Thema so für die Zukunft. Und da fände ich es gut, wenn wir so mal so ein bisschen zusammentragen könnten, was so unsere eigenen Erfahrungen sind. Aber ich würde, wie gesagt, jetzt gerne 10 Minuten frische Luft schnappen, weil ich finde die... lass uns noch eine halbe Stunde so ein bisschen zusammentragen, was da bei euch vor Ort stattfindet, was IT und diese Dinge in den Räten betrifft. Wegen der besseren Übertragbarkeit haben wir jetzt das Mikro. Ich weiß nicht, ob das lang genug ist, aber wir können das so ein bisschen rumgeben. Nimmst du das so ein bisschen an dich und guckst mal, dass du es weitergibst? Nee, ich komme dann mit der Kamera. Oder du kommst, ja? Also ich bin Lisa Gerlach, ich sitze im Kölner Stadtrat und ich habe kein Mikro. Meines Erachtens ist es nicht an, aber es ist laut genug. Okay, perfekt. Jedenfalls, einer meiner Ausschüsse ist der Schulausschuss. Der braucht in Köln relativ lange. Im Schnitt ist man etwa 8 Stunden damit beschäftigt. Im Normalfall. Wir haben in Köln seit September 2014 16 Anträge insgesamt in den Rat eingebracht. Ich gebe euch also mal einen kurzen Abriss vorab. Davon sind 9 Anträge angenommen worden. Das heißt, wir haben eine Erfolgsquote von 60% gehabt bei unseren Anträgen. Außerdem haben wir 38 Anfragen insgesamt im Rat und in der BV, in den BVs gestellt. Bezüglich digitales Lernen hatten wir 10 Anfragen, ich weiß es nicht, oder Anträge, die im Schulausschuss gelaufen sind. Köln hat ein IT-Konzept. Also dieses IT-Konzept bezieht sich auf darauf, dass etwa 30 Euro pro Schüler pro Jahr zur Verfügung gestellt werden, um damit iPad-Klassen zu finanzieren. Yeah. Man braucht natürlich erstmal Speichermöglichkeiten dafür. Die kosten auch schon mal irgendwas von 6 Euro pro Jahr alleine schon dafür, dass die Kinder ihre Daten in die Cloud hochladen können. Es läuft also am Ende des Tages nicht darauf hinaus, dass jedes Kind ein iPad bekommt, sondern jedes Kind darf sein eigenes Device mitbringen. Das kann auch ein Smartphone sein oder was auch immer, womit man irgendwie in der Schule arbeiten kann. Was natürlich gewisse Schwierigkeiten aufwirft, bis man diese Dinge erstmal überhaupt koordiniert hat. Bis man so weit ist, dass man sagen kann, jedes Kind ist gerade auf der gleichen Seite und hat die gleiche Möglichkeit, mit seinen Materialien das zu öffnen. Dieses digitale Konzept hat dazu geführt, dass wir immer wieder da das weiter vertieft haben und damit gearbeitet haben. Geht natürlich auch um Möglichkeiten des digitalen Lernens in der Weiterbildung. Ist bei uns vor allen Dingen die VHS und die Stadtbibliothek, die das anbietet. Wir hatten das Thema Netzwerkbetreuung an Schulen. Wir hatten ein Thema, was meinen Sohn sehr begeistert hat, Handyverbote. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt gerade 19 geworden und ist im 4. Semester inzwischen in Aachen. Aber mit dem habe ich sehr viel Spaß in den Schulen gehabt, an denen er war, immer mit dem Thema, was dürfen Kinder, was dürfen sie nicht. Eltern erwarten normalerweise, dass ihr Kind jederzeit erreichbar ist. Lehrer haben das nicht so gerne. Abgesehen davon bietet Google enorme Möglichkeiten, jeden Lehrer dazu zu bringen, dass er einsieht, dass der Schüler es einfach besser weiß. Und diese Erfolgserlebnisse sollte man den Schülern ja auch einfach gönnen. Gut, unter anderem hatten wir dann noch die Frage von dienstlichen Mailadressen für Lehrer, zur Frage von Verschlüsselung dieser Mails. Im Moment befassen wir uns mit einem Thema, das ist die Potenzialanalyse. Die wird angeboten für Kinder der 8. Klasse. Das heißt, die müssen so eine Art Assessment Center machen und danach wird ausgewertet, wie weit man Hinweise geben kann, welche Schulformen, welche weiteren Weiterbildungsformen für die Kinder geeignet sind. Wir sehen das sehr kritisch, denn diese Testergebnisse können ganz schön schief gehen, je nachdem, wer den Test durchgeführt hat oder in welcher Tagesform das Kind nun gerade mal gewesen ist. Da ist auch seitens der Schulen ein gewisser Druck ausgeübt worden, damit die Schüler daran teilnehmen müssen. Das haben wir versucht, ein bisschen rauszunehmen. So, wer das genau wissen will, wie gesagt, das sind fast 60 Anträge und Anfragen. Wir haben das aufbereitet, dass ihr das kopieren könnt, und zwar ganz einfach. Ihr müsst wirklich nur Piratenpartei Köln aufrufen.
dann Rat und BV und dann gibt es einen Reiter Anfragen und Anträge. Und das ist alles aufgelistet. Ich setze das gleich ins Pad. Und wenn ihr da was findet, was ihr brauchen könnt, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das auch bei euch benutzen könnt. Ja, danke. Könntet ihr den Link zu dieser Seite vielleicht nochmal auf die kommunale Liste setzen für alle, die heute nicht da sind? Fände ich ganz gut, dass wir möglichst das, was wir hier haben, auch möglichst breit zugänglich machen, dass da möglichst viele Leute drankommen. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, dass wenn wir Anträge irgendwo haben, dass wir die möglichst so verbreiten, dass die für die anderen wirklich zugänglich sind, weil es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Es ist ja toll, wenn wir Anträge in verschiedenen Räten einbringen müssen, ohne dass sich jeder selber wieder neu was ausdenken muss, weil viele Themen sind ja auch gleich in den einzelnen Kommunen. Also ich glaube, das ist eine große Arbeitserleichterung, wenn wir da einen möglichst leichten Zugang schaffen. Ach so, das ist nur für die Kamera. Ja, ich bin im Schulausschuss in der Stadt Düsseldorf. Wir haben da die einmalige Gelegenheit, Teil der Ampelkoalition, also der regierungsbildenden Koalition zu sein als Hospitanz. Und wir haben letzte Woche einen ersten Durchbruch erreicht. Also es gab einen Antrag von den Linken, dass alle Bekenntnisschulen darauf ja, quasi verpflichtet werden, von der Schulverwaltung eine Abstimmung zu starten der Eltern, dass diese Bekenntnisschulen umgewandelt werden sollen. Also ne, ist ja seit März ein neues Landesgesetz, dass mittlerweile mit der Hälfte der stimmberechtigten Eltern eine Bekenntnisschule umgewandelt werden kann in eine reguläre Schule. Und schon mit 10% der Elternstimmen kann halt ein Antrag auf Abstimmung gestellt werden. Da wollten die Linken das halt verpflichtend machen. Und da wir von vornherein wussten, dass dieser Antrag von den Linken nicht angenommen wird, haben wir einen Änderungsantrag gestellt. Vorher hieß es immer, wenn ihr einen Antrag reinbringt, der wird wahrscheinlich von der FDP abgelehnt. Daher haben wir dann immer den Weg über die SPD gesucht. Bei diesem Antrag war es allerdings so, dass die FDP den so toll fand, dass sie gesagt haben, sie sind dabei. Das heißt, da ist das Eis gebrochen und wir haben jetzt quasi das Signal bekommen, also dass durchaus auch Piratenanträge von der gesamten Koalition getragen werden. Der Linken-Antrag ist allerdings abgelehnt worden, weil die SPD Schiss hatte, dass der angenommen wird, weil die nämlich zwei Krankheitsfälle hatten. Also wir hatten nicht die Mehrheit. Aber wir wissen halt jetzt für die nächste Saison, dass wir da durchaus mehrheitsfähige Anträge stellen können. Und das heißt für mich im Schulausschuss natürlich, wenn ich die Leute da von meinem Antrag überzeuge, dann kriege ich den durch. So, das ist für mich schon mal ein ziemlicher Erfolg. Okay, ich frage mal, also eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollten hier über IT sprechen, aber wenn du das weit öffnen möchtest, die Runde, dann, wenn ihr das möchtet, ist das für mich in Ordnung, sollten wir aber dann zumindest eben drüber abstimmen, ob wir jetzt bei dem Thema IT-Ausstattung, OER in Schulen bleiben wollen oder ob wir jetzt eine allgemeine Runde machen, ein bisschen was aus den Ausschüssen erzählen. Mir ist es gleich. Ich finde nur, wir sollten uns dann auf eine Sache einigen. Fragen wir einfach, wollen wir bei IT bleiben? Wer ist dafür? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer würde das gerne öffnen und allgemein ein bisschen was aus den Ausschüssen erzählen? Ja, Paki, hast du leider verloren. Ja, hat er schon getan. Okay, Sammy? Ja, Sabine Martini, sachkundiger Bürger im LWL, Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Mandatsträgerin im Kreistag Paderborn, Schule und Bildung und Kultur. In den Schulen im LWL ist OER fängt an, ins Gespräch zu kommen, weil der LWL sich in erster Linie um Förderschulen kümmert, so wie der Kreistag in Paderborn sich in erster Linie um Berufsschulen kümmert. Bei den Berufsschulen bin ich dabei, einen Antrag zu formulieren, was OER betrifft, um da zu öffnen, um die auch die Berufsschullehrer, die häufig mit drin sitzen, dafür überhaupt erstmal anzuwärmen. Ansonsten wird man sehr häufig gefragt, OER, was ist denn das? So wie es heute hier ja übrigens auch passiert ist. Ne? Open Education Resources. Beschäftigen wir uns im Arbeitskreis Bildung und im Tellerrand schon sehr, sehr lange mit. Und es ist ein wichtiges Thema, meine ich, weil vor allen Dingen die Macht der Schulbuchverlage, der zwei, drei Großen, gebrochen wird, die im Grunde genommen nichts anderes tun, als jedes Jahr
ein Schulbuch als neu herauszugeben, in dem im Endeffekt kaum Neues steht. Danke. Okay, mein Name ist Rüdiger Linde. Ich bin Mitglied der Bezirksvertretung Bielefeld-Mitte und stellvertretendes Mitglied im Schul- und Sportausschuss der Stadt Bielefeld. Und wir in Bielefeld sind ja nun in der glücklichen Situation, dass wir Mitglied der Paprika-Koalition sind und auch da gerade was IT angeht, im Koalitionsvertrag sehr viel mitgestalten konnten und da auch gerade was Umgestaltung der städtischen IT angeht, sehr aktiv sind. Jetzt ist mir aber hier heute Abend oder heute Nachmittag aufgefallen, dass dieser Bereich OER und insgesamt Schule ein Bereich ist, den wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und das, hoffe ich, werde ich dann ändern können. Und ja, Ausstattung der Schulen in Bielefeld, bin ich kein Experte für, ist, glaube ich, IT-mäßig ziemlich beschissen. Und wie gesagt, also leider steht in unserem Koalitionsvertrag dazu gar nichts. Aber ich bin sicher, dass SPD und Grüne da relativ aufgeschlossen sind und wir da einiges durchbringen können in den nächsten 5 Jahren. Ich habe mal eine Frage. Also ich komme jetzt aus Bochum, bin im Schulausschuss. Und die Stadt Bochum ist durchaus gewillt, alles Mögliche zu tun. Ich habe ein Mikro, ich brauche das nicht. Ich stelle aber fest, dass einfach kein Geld dafür ist. Ist das bei euch auch so? Also wir haben jetzt wieder eine Haushaltssperre in Bochum. Es gibt, die Schulen dürfen nichts mehr selber kaufen, was teurer ist als 60 Euro. Es gibt nicht mal Geld für Kopierpapier oder für neue Handtücher in den Schulen. Also es hört sich hier im Moment alles so ein bisschen an. Wir sind alle auf einem guten Weg. Meine Erfahrung aus dem Ruhrgebiet ist einfach, da ist absoluter Stillstand. Und Stillstand bedeutet bei IT, bedeutet das nicht Stillstand, sondern Rückschritt, weil die Entwicklung geht immer weiter. Wir treten da auf der Stelle und kommen eigentlich immer mehr ins Hintertreffen, was die Ausstattung und die Möglichkeiten der Schulen betrifft. Insofern sehe ich im Moment, wenn das Land nicht endlich hergeht und auch da sagt, wir schießen da Geld rein, die Kommunen werden das meiner Ansicht nach nicht leisten können, wenn es da nicht ähnlich wie bei der Inklusion einen Vertrag zwischen dem Kommunen und dem Land gibt, dass das Land das mitfinanziert, dann glaube ich tatsächlich, dass NRW keine Chance hat, irgendwie mitzuhalten in der internationalen Entwicklung, was Schule, was die Ausstattung an IT, das geht ja nicht nur um die Ausstattung, es geht ja auch um Lernen mit IT, es geht darum, Berufsvorbereitung zu machen, die Leute am Rechner fit zu machen, um ihre Berufschancen zu erhöhen. Also das war für mich jetzt hier heute alles so ein bisschen gut, OER ist alles schön, aber wenn wir uns mal die Realität anschauen, dann glaube ich, ist das eine Katastrophe und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das zu benennen und zwar auch in den Räten. Also da wir halt keinen Einfluss haben, aber immer wieder den Daumen dahin zu legen und zu sagen, das geht so nicht, finde ich total wichtig. Möchte ich gerne bestätigen, ich habe das jetzt im Schulausschuss bei uns im Kreistag sehr deutlich angesprochen und habe erstaunlicherweise von allen Fraktionen auch Beifall gekriegt. Wir kriegen vom Land gesagt, was wir im Kreis alles tun sollen. Egal, ob das jetzt Inklusion ist oder was auch immer an Schulen stattfinden soll. Und die Leute sitzen da, auch in den Ausschüssen, und nicken das ab und stimmen ab und es wird positiv abgestimmt. Es sagt bisher keiner, ja Leute, halt mal, ihr kriegt es vom Land so quasi angewiesen. Steht denn hier keiner mal auf und sagt, können wir nicht? Gebt uns Geld. Wir sind nicht in der Lage, etwas zu leisten, wenn überall das Geld gestrichen wird und wir nichts mehr haben. Das muss überall getan werden, in jeder einzelnen Fraktion, im Kreistag, im Landtag, im LWL, überall immer wieder darauf gedrungen werden zu sagen, wir können nichts Vernünftiges leisten, wenn ihr uns kein Geld gebt. Ich gebe das gleich. Ja, mein Name ist Martin Schwarz, ich bin Mitglied des Rates der Stadt Velbert und zum Thema Geld kann ich dazu nur sagen, wir werden da nirgendwo mehr Geld bekommen, wir können es höchstens umverteilen. Wir sind auch im Haussicherungsplan Konzept da drin und bei Schul-IT haben wir den Status auch abgefragt, wie denn nun mal der die Ausstattung so ist. Dabei ist dann auch rausgekommen, was die Verwaltung sich so wünscht. Kann
so nicht mit den gegebenen Mitteln erfüllt werden. Und was dabei noch erschreckenderweise rausgekommen ist, dass der Breitband-Internetanschluss Jahrzehnte hinterherhängt. Die quasi auf Modem-Niveau. Und da haben wir dann erfolgreich auch im Schulausschuss einen Antrag durchbekommen, dass die jetzt schnelleres Internet bekommen, die Schulen. Es ist nur eine Schule mit WLAN ausgestattet und das funktioniert noch nicht mal richtig. Also das ist da schon ausstattungsmäßig leider auf dem Stand Mittelalter, muss ich ehrlich sagen. Und das andere, dann haben wir eine schöne neue Schule, wo auch schöne Whiteboards angeschafft wurden. Und da ist es so, dass die älteren Lehrer die nicht annehmen. Die weigern sich quasi teilweise damit zu arbeiten. Und das ist jetzt das Totschlagargument für den technischen Fortschritt in unseren anderen Schulen. Das ist traurig, wenn man dann die neuen Mittel zur Verfügung stellt, dass die dann nicht genutzt werden von den Mitarbeitern. Und gleichzeitig dann von der politischen Gegnerseite dann dazu benutzt werden, zu sagen, ja, es wird ja nicht angenommen. Und dann gibt es dann auch nicht mehr Geld. Ja, jetzt gebe ich es weiter. Ich wollte nur sagen, es ist im Prinzip ein strukturelles Problem. Einerseits haben wir natürlich die kommunale Selbstverwaltung und ich erachte diesen Gedanken eigentlich recht hoch. Andererseits haben wir natürlich auch zum Beispiel im Grundgesetz stehen, dass einheitliche Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland angestrebt werden. Und dann haben wir zum Beispiel im Kreis Mettmann eine Stadt wie Velbert, wo du sagst, da gibt es ein Haushaltsregime oder auch viele Ruhrgebietsstädte, die ein entsprechendes Haushaltsregime haben. Wir haben umgekehrt im Kreis Mettmann eine Stadt wie Langenfeld, die schuldenfrei ist. Ja? Und ganz klar, die Stadt kann sich natürlich, ob schulisch oder sonst, eine gewisse Infrastruktur einfach leisten. Und diese Stadt setzt das natürlich auch ein als Argument im Wettbewerb zu anderen Kommunen, um Ansiedlung von Unternehmen, aber auch um Ansiedlung von Leuten. Also da gibt es eben auch unter den Kommunen einen Standortwettbewerb. Und dadurch werden natürlich die eigentlich einheitlichen Lebensverhältnisse in Deutschland schon auf kleinstem Raum sehr stark verzerrt. Das muss man einfach sagen. Und ich weiß nicht, natürlich kann man sagen, wir können das auf Landesebene ein bisschen korrigieren. Aber dann hat man wieder das Problem, dann gibt es Länder wie Bremen und Länder wie Bayern, nicht? Ich weiß da auch keine glatte Lösung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eben gerade unter den Kommunen Sonne und solche gibt. Also dieses Thema Lehrerfortbildung ist natürlich wichtig. Das heißt, die Lehrer werden nur dann mit Whiteboards unterrichten, in dem Moment, in dem wirklich sie auch wissen, was sie damit überhaupt tun sollen. Deswegen kann man das natürlich als Anfrage stellen, was wann wo angeboten wird und wie die Menschen darüber informiert werden, was da passiert. Zum Thema IT wollte ich euch noch etwas erzählen, was wir im Ausschuss für allgemeine Rechtsfragen angesprochen hatten. Und das ist auch der Bereich Bildung, aber es ist auch einen ganzen Takten drüber aufgesetzt. Es geht um die Flüchtlings-App. Ist das in Ordnung, wenn ich kurz was? Danke. Also die Flüchtlings-App ist die Idee, dass wir auf einmal wesentlich mehr Flüchtlinge haben. Es kommen doppelt so viele mindestens. Es ist aber der gleiche Personalschlüssel, der dafür zuständig ist. Die Leute sind sehr überlastet. Die Idee ist jetzt, eine mehrsprachige App anzubieten, die natürlich nicht nur Flüchtlingen zur Verfügung stellt, sondern auch Migranten, also jedem, dem das helfen kann, die folgende Punkte listet. Erstmal leben in Deutschland, arbeiten in Deutschland. Wie gehe ich zum Arzt? Was muss bei Behörden gemacht werden? Wie integriere ich mich? Unter welchen Optionen kann das Kind in der Schule angemeldet werden? Es kann unter jeder Option angemeldet werden, denn es wird keine Meldebescheinigung verlangt. Das heißt, auch Kinder, die illegal in Deutschland sind, dürfen die Schule besuchen. Auch ganz wichtig. Das heißt also einfach, die Flüchtlinge viel besser informieren. Wie macht man das? Kein Flüchtlingsheim in Köln hat WLAN, aber es gibt ja die Freifunker. Also haben wir einen Antrag gestellt, dass Freifunk in den Flüchtlingsheimen zugelassen wird.
Der Städtetag prüft das Thema Freifunk der Zeit. Am 12. Juni wird eine Entscheidung dazu erwartet. Wahrscheinlich wird der Städtetag leider sagen, dass Freifunk erst nochmal verschoben wird, bis ein Bundesgesetz irgendwann im Oktober, November oder so erwartet wird und dann wird es wohl freigegeben werden. Ich würde trotzdem sagen, viele Städte machen das mit dem Freifunk schon und das bedeutet eben, dass wir die Schulen ans Netz kriegen, dass also mit einer Flüchtlings-App nicht nur die Leute sich informieren können, sondern theoretisch kann man mit so einer App auch die Leute einen Deutschkurs machen lassen. Das heißt, es gibt ja Rosetta und ähnliche Programme im Netz. Das heißt, man kann wirklich sagen, wenn ein Flüchtling Netzanschluss hat, ob es über einen PC ist oder über sein Smartphone, fast alle Flüchtlinge besitzen Smartphone, kann man ganz schnell dafür sorgen, dass er nicht zur VHS muss, zur Volkshochschule, sondern dass er in höchst eigener Regie und sehr, sehr schnell sich die Möglichkeiten verschafft, in Deutschland sich zu integrieren. Würde auch bedeuten, die Integrationskurse wesentlich zu entlasten, weil die nämlich deutlich weniger Sprachvermittlung machen müssen und sich dann auf die eigentliche Integration konzentrieren können. Mit anderen Worten, eine Flüchtlings-App ist ein tolles Teil. Ich habe keine Ahnung, was es kostet, das zu schreiben. Ich schätze mal um die 10.000 Euro. Wir haben es nicht im Budget, aber vielleicht sagt die Landtagsfraktion sogar, dass das eine coole Idee wäre, wenn die Landtagsfraktion dafür mal ein bisschen Geld ausgibt. Warum dürft ihr keine Flüchtlings-App schaffen? Für landesweit? Okay, gut. Erstmal, vor allem ist, wenn wir sowas haben, Freifunk wichtig. Freifunk ist wichtig, ne? Das, Freifunk ist gerade... Was ganz wichtig ist, ist die Debatte über die Infrastruktur abzuleiten aus dem politischen Willen der Machthabenden. Dazu gibt es zwei ganz klare Ansagen. Einmal, ich glaube 2 Monate ist das ungefähr alt, ein Antrag der CDU und der SPD im Bundestag zur digitalen Bildung, wo ganz klar drin steht, dass sie sich dazu bekennt. Zum anderen das Versprechen der Landesregierung hier in Nordrhein-Westfalen sowie der Bundesregierung, das Ziel Minimum von 50 Mbit für jedermann hier in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. Ihr müsst abfragen, welche Schule hat welche Ausstattung. Diese Zahlen werden nicht nach oben weitergegeben, sie werden nicht in die Presse getragen, wenn ihr es nicht thematisiert. Messt die CDU, messt die SPD, je nachdem, wo ihr jetzt kommt, an ihren eigenen Aussagen. Haltet ihnen die eigenen Dokumente vor die Nase und sagt, was hat das mit der Realität in unserer Kommune zu tun? Dann kommen wir nämlich an den Punkt, überall sollen gleiche Verhältnisse herrschen. Dann sollen die auch sagen, wie das finanziert werden soll, wenn sie es selber zum Chefthema machen. Also der Punkt ist, wie unsere Aufgabe ist es, abzufragen, wie der Stand der Dinge in unserer Kommune ist und dann wiederum aggregiert zu sagen, was macht ihr, um das Ziel zu erreichen, das ihr euch selbst vorgegeben habt. Weil das ist eben die Aufgabe, die es zu erledigen gilt, das ist Politik. Und ich versuche dann nochmal die 2 entsprechenden Passagen zu verlinken, damit ihr euch die einfach nur ausdrucken könnt, um entsprechend mit der Verwaltung zu sprechen, um die Abfragen zu machen. Das muss, glaube ich, hier heute irgendwie so auch als Tenor mitgenommen werden. Wir müssen das thematisieren. Wenn wir das nicht machen, dann wird es keiner machen. Und dann wird sich auch nicht viel tun, egal ob auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene. Aber es ist sehr schwierig, an die Informationen so gesammelt zu kommen, wenn wir nicht bei uns in den Kommunen beginnen und das abfragen und dann auch entsprechend weiterleiten. Und wir laufen im Moment Gefahr, dass die FDP uns das Thema wegnimmt. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, Herr Lindner zieht durch die Lande und sagt, ein Tablet für jeden Schüler, drängt aber weiterhin auf die Schuldenbremse. Jetzt haben sie eine 180-Grad-Drehung gemacht, plötzlich wollen sie das Kooperationsverbot aufheben und wollen doch Geld vom Bund haben, begreifen aber nicht, dass es nicht reicht, jedem Schüler in NRW ein Tablet zu geben, sondern dass, wie gesagt, die Infrastruktur in den Schulen auch entsprechend sein muss mit WLAN und was nicht allem. Denn ich bin mit mehreren Gesamtschulen in Kontakt, die sagen, selbst wenn wir das hätten und die würden alle jetzt gemeinsam selbst ihr Smartphone anmachen, dann bricht hier alles zusammen, weil keine Schule hat die Möglichkeit, tatsächlich so eine Kapazität, um das zuzulassen. Das heißt, es reicht nicht, mit so Sprüchen loszurennen, wie die FDP es im Moment macht. Jeder bekommt ein Tablet, weil das rettet uns alles nicht. Und ich glaube, wir müssen aufpassen,
dass wir diejenigen bleiben, die die Kompetenz da mitbringen. Und deshalb ist das wichtig, dass ihr mit diesen Themen in den Räten bleibt, dass man sagt, ja, die Piraten, die kümmern sich halt um die digitale Ausstattung. Und ich möchte wirklich verhindern, dass irgendjemand da von den anderen Parteien und Fraktionen da jetzt Trittbrettfahrer spielt und das plötzlich sein Thema ist, obwohl sie eigentlich, zumindest im Landtag, nicht den Schimmer einer Ahnung haben, worüber sie überhaupt reden. Patrick Willam vom Kreisverband Bielefeld. Hier der Kollege hatte eben ja schon mal was zu Bielefeld und OER gesagt, dass da noch wenig im Gange ist, aber weil wir da mit in der Regierungshälfte des Rates sind, dass wir da jetzt auch was anschieben können. Ich wollte jetzt noch was sagen zur Hardware- und Softwareausstattung von Bielefeld. Für die Softwareausstattung ist die städtische IT zuständig. Und da ist der Sachstand, dass die da eine gute Softwarelösung haben und sich da auch gut drum kümmern und das pflegen und auf den Maschinen Dual Boot anbieten, sodass sowohl Windows als auch Linux zur Verfügung steht. Zur Hardwareausstattung ist zu sagen, das könnte natürlich alles noch viel besser sein, aber schlecht ist es nicht. Und da hat die Stadt seinerzeit, finde ich, eine ganz gute Ausschreibung gemacht, weil sie das nicht so, wie es oft anders passiert, auf eine übliche Zeitraum gemacht hat, weil man sagt, ja, 3 Jahre und dann sind die Maschinen eh veraltet, sondern man hat gleich gesagt, 5 Jahre muss der Dienstleister sich halt darum kümmern, was dann natürlich ein bisschen teurer ist, als wenn man einen Vertrag für 3 Jahre macht, allerdings relativ dann wieder günstiger, weil der Dienstleister dann eben auch ein Eigeninteresse hat, entsprechend haltbare Hardware zu organisieren und bereitzustellen, und das hat er auch gemacht, und deswegen gibt es auch, natürlich gibt es immer wieder Ausfälle und Austausche, aber das ist weniger als, wie ich das von anderen Kommunen höre. Nochmal weiter zurückschwenkend auf OER und Lizenzen, noch kurz ein anderes Thema. Ich kenne viele Jahre den Wolf-Dieter Zimmermann, der war Leiter des Studienseminars in Neuss. Wem der Begriff des Studienseminars jetzt nicht sagt, das ist eben ein Ort, wo die Lehrer und Lehrerinnen Teil ihrer Ausbildung zum Abschluss halt so verbringen. Und der hat dort auch eben den Lehrer und Lehrerinnen in Ausbildung die Thematik der freien Software und freien Lizenzen nahegebracht und hat da auch positives Echo gefunden, aber auch gemerkt, dass das notwendig ist, dass man es eben herantragen muss an die Leute. Also in Arnsberg, was ja tiefstes Sauerland wirklich ist, gab es eine Initiative von Geschäftsleuten zur Belebung der Innenstadt, also innerstädtische Geschäftsleute und auch Wirte und dergleichen. Und die haben zusammen mit den Freifunkern dort ein Freifunknetz aufgebaut. Und in dieses Netz haben die auch dann das örtliche Flüchtlingsheim mit einbezogen. Und mit dem Argument, dass es eben für die Flüchtlinge ja existenziell notwendig sei, beispielsweise Nachrichten aus der Heimat zu kriegen, weil dort auch noch Verwandte und dergleichen leben. Und der Vorsitzende, wie gesagt, einer der örtlichen Geschäftsleute von dem Verein, der das initiiert hatte, der berichtete wirklich mit leuchtenden Augen, wie dankbar die Flüchtlinge für diese Möglichkeit waren, weil die wirklich für die sehr, sehr wesentlich war. Also es geht, selbst im tiefsten Sauerland, das müsste eigentlich auch in Köln klappen. Ich habe auch noch was, das wollte ich auch, wenn das gleich vorbei ist, anbieten. Ich interessiere mich sehr dafür, dass wir überlegen als Piraten, wie man vielleicht diese Entwicklung aufnimmt, dass Schüler sehr oft, jetzt zurzeit ist es ja, was sie WhatsApp kommunizieren und sich austauschen über Unterrichtsmaterialien, dass wir Lehrer, also ich bin da nur mal einer, da nicht so drinstecken in dieser Thematik und auch gar nicht reinkommen, wenn die Gruppe geschlossen ist. Das war ja früher bei Facebook einfacher, da konnte man einfach sich dann, wenn die Schüler es nicht begriffen hatten, in diese Kommunikation mit einklingen, zumindest man wusste, worüber die reden, das geht ja jetzt nicht mehr. Aber meine Idee ist, alle Schüler haben so ein Device, mit dem sie sich
irgendwie elektronisch vernetzen. Dass die Schule kann das nicht aufnehmen, die Pädagogik will das auch erstmal noch nicht, weil natürlich auch berechtigterweise sie sagen, die müssen erstmal lernen, überhaupt lesen lernen und Sachen sortieren, aber die Schüler tun es eben. Und ob man da als auf Piratenebene vielleicht einfach mal pädagogisch denkt und sagt, welche Plattform könnte man den Schülern anbieten, dass das pädagogisch besser begleitet wird, ohne Datenschutzprobleme, die jetzt bei WhatsApp existieren. Irgendwie sowas, dass man da visionär mal vorgeht, weil das kommt in 10, 12 Jahren, da wird es keine Schulbücher mehr geben oder wenn es 20 Jahre sind. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wenn es bis dahin nur kommerzielle Projekte gibt, auf die Schüler zurückgreifen können, wäre das sehr schade. Vielleicht hat da jemand Interesse. Die Schule braucht ihre eigene Cloud. Ja, das hilft ja. Ja, und so weiter und so weiter. Gibt es 1000 Fußnoten und hin und her, aber letztlich läuft es im Wesentlichen darauf hinaus. Ist natürlich jetzt sehr pauschalisierend in der Kürze, aber das ist es. Es gibt eine andere Möglichkeit. Du wolltest. Ja, gib mal ganz kurz hin. Sorry, dass es sich in die Länge zieht. Es gibt noch eine zweite oder eine andere Möglichkeit. Du solltest dich eventuell mit Grumpy mal damit da auseinandersetzen. Identica hat eine Möglichkeit, alternativ zu Facebook gehalten zu werden. Vor allen Dingen kann man seine eigenen Server dabei aufsetzen und damit dann im Prinzip die Schüler auch ein wenig wieder in die Schule integrieren an der Stelle. Nette Fachdiskussion. Alle Schulen in NRW bekommen nächstes Jahr das sogenannte Logineo. Das ist eine Plattform, die allen Schulen zur Verfügung gestellt werden soll. Uns wird diese Plattform jetzt im August dem Schulausschuss auf unseren Antrag hin wird das vorgestellt. Wir werden uns das sehr kritisch angucken, was das ist, was das kann. Wir haben schon viel gehört, was daran nicht so richtig toll ist. Ich würde jetzt tatsächlich gerne die Veranstaltung schließen, was ja nicht heißt, dass wir jetzt nicht außerhalb noch eine Viertelstunde, wenn ihr möchtet, weiterreden können. Aber dann können wir hier die Aufzeichnung zumindest beenden und vielleicht einfach noch 10 Minuten weiterquatschen. Ich danke euch. Ich hoffe, das hat einigermaßen konstruktiv, hat euch einigermaßen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann an irgendeiner Stelle wiedersehen.